Ach, klasse, die Feuerschale ist entfacht. Dann kann ich... Ey, was machst du denn? Ja, kommen die Römer mit einem Jetpack und spielen Feuerwehr. Oh nein, hey, nicht löschen, hey! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Asterix und Obelix XXL Remastered. Hier auf Katze und da kommen schon die ersten Römer. Ja, es ist dunkel hier in Helvetien, da sind wir gerade und suchen auch hier natürlich nach Freunden, die von Cäsar hierher verschleppt worden sind. Also, Asterix, Obelix, schauen wir doch mal. Hier ist es relativ ruhig, muss ich sagen. Und ich glaube, ich muss Asterix darüber befördern, oder? Ich habe so die Befürchtung, dass wir hier nochmal eine Art Fackel benötigen. Weil sonst könnten wir ja einfach auf die andere Seite schwimmen. Naja, meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Asterix und Obelix gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst ihr auch in Zukunft keine lustigen, spannenden und lehrreichen Abenteuer mehr. Von unseren zwei Supergeier. Hey, 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 hey. Nicht so fies mit deinem Wattestäbchen, ja? Diese Wattestäbchen, die können mir zwar nichts abziehen, die sorgen aber dafür, dass Asterix und Obelix richtig weit weggeschleudert werden. Ihr habt es ja sicherlich schon gesehen, es gab Momente, da konnten uns die Wattestäbchen-Gegner einfach so wegschleudern. Irgendwo ins Nirgendwo. Oh, der Spion. Obelix, kommst du? Siehst du diese Feuer? Welche Feuer? Also ich sehe die Feuerschalen, wenn du die meinst, ja? Du musst sie erst alle anzünden, wenn du weiterkommen möchtest. Achtung! Zu allem Überfluss bekommt ihr es jetzt auch noch mit fliegenden Römern zu tun. Cäsar will euch mit allen Mitteln davon abhalten, eure Freunde zu befreien. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich weiß nicht, was Cäsar gegen uns hat, aber möchte partout nicht, dass wir unsere Freunde retten. Na gut, dann müssen wir eben einen Weg finden, dies doch zu schaffen. Ey, ey, Moment mal. Boah, die sind aber hartnäckig, die Römer hier. Wie viele sind das denn? Ich muss keine bestimmte Anzahl an Römer besiegen. In dem Fall bedeutet das für mich einfach nur wegrennen. Oder besser in Acht gehen. Oder in Acht nehmen. Ihr wisst, was ich meine. Ich brauche noch Feuer. Wo finde ich denn das Feuer? Weil wenn das Feuer hier in der Feuerschale nicht drin ist, dann werde ich erstmal nicht weitermachen können. Ich sehe auf dem ersten Blick kein Feuer. Das heißt, wir müssen nochmal kurz zurück. Womöglich habe ich da hinten irgendetwas vergessen. Okay, schauen wir mal nach. Asterix, Obelix, macht euch direkt auf dem Weg. Wo könnte Feuer sein? Wir brauchen Feuer. Irgendwo, irgendwas? Kommt schon. Hier gibt es etwas. Oh, ein Katapult. Boah, da steht ja mitten drin. Hat uns das irgendwann mal angeschossen? Mit irgendwelchen Felsen oder sowas? Naja, komische Sache. Hier hinten habe ich aber irgendwas leuchten sehen. Ich glaube, da gibt es Feuer, oder? Ganz viele Römer, die hier anscheinend das Katapult beschützen. Aber ja, ich sehe etwas aufflammen. Da ist das Feuer. Cool. Damit muss ich jetzt wieder zurück und die erste Feuerschale entzünden. Doch, dieses Katapult ist definitiv im Weg. Perfekt. Ich bin ausgestattet. Los geht's. Entschuldigung, liebe Römer, ich habe jetzt leider keine Zeit für euch. Ich muss mich nämlich beeilen. So, Feuerschale Nummer 1. Und jetzt darf Obelix helfen, Asterix auf die andere Seite zu bringen. Und das ist genau das, was wir am Anfang des Videos hatten. Es war mir schon irgendwie klar, dass wenn es einen Kran gibt, mit dem ich Asterix irgendwohin befördern kann, dann werde ich auf jeden Fall eine Fackel benötigen. So, aber das sieht ganz gut aus, denn hier haben wir gute Vorarbeit geleistet. Ich kann direkt zur Feuerschale und zack, entzünden. So, oh, was ist denn jetzt los? Was ist das? Fliegen der Römer? Habt ihr das gesehen? Die machen einfach meine Fackel aus. Boah, das sind ja fiese Römer. Haben die Römer etwa einen Jetpack? Das ist sozusagen ein Rucksack mit Raketenantrieb. Ja, sieht so aus. Okay, ich glaube, diese Römer, die kommen, um die Fackel auszuschalten. Aber wenn ich schnell genug bin, sollte das doch hinhauen.
dann sollten sie keine Möglichkeit haben, dass sie meine Fackel entzünden. Moment, Moment. Die löschen meine Fackel? Ach nee, das gibt's ja nicht. Ihr seid ja fies. Die kommen immer wieder, pusten das förmlich aus. Und ich habe das Nachsehen. Na toll. Okay, ich glaube, wir kommen hier nur weiter, wenn ich die ganzen Römer besiege, oder? Also auch die in der Luft. Weil, schaut mal, ich habe ja sonst gar keine Chance. Das ist ja verrückt. Richtig fies mit den Römern. Mensch. Okay, ihr wollt es mir nicht einfach machen. Ich sehe schon. Und die Herausforderung nehme ich an. So. Ich weiß jetzt nur nicht, wie viele Römer es gibt. Also wie viele kommen da runter, um mein Feuer zu löschen? Habe ich das jetzt hier an dieser Stelle geschafft? Die Römer da unten, die sollten uns eigentlich nicht weiter kümmern. Die sind eigentlich schon fast egal. Aber die anderen, die sind wichtig. So, und zwar die in der Luft. Es gibt hier auch keinen Zaubertrank. Hier gibt es mal 10. Das nehme ich gerne mal mit. Aber ja, wie schon gesagt, kein Zaubertrank oder irgendetwas, damit ich hier meine Gegner sehr schnell und effektiv besiegen kann. Schade. Doobie doobie die. Ganz viele Römerhelme. Ist ja alles schön und gut, aber das hilft mir aktuell nicht wirklich weiter. Ich muss eine Möglichkeit finden. So, hey Obelix, was ist eigentlich mit dir los? Schaust du dir das Wasser an? Oh jo, sah ganz schön aus. Ja, komm mal helfen, bitte. Ich hab's hier nicht einfach, wie du sehen kannst. Aber ich muss schon sagen, Asterix und Obelix sind im Team ein super starkes Team. Vorausgesetzt, Obelix schaut nicht irgendwas im Wasser an und hilft Asterix dabei, die Römer zu bekämpfen. Boah, habt ihr den Kombo-Angriff gesehen? Na, der hat es definitiv in sich. Gar nicht mal so schlecht, was? Eieiei, die geben auch nicht locker, muss ich sagen. Hey, 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 nicht so fies sein, ja? Glaubt ja nicht, dass ihr jetzt schon einfach so gewonnen habt. Wir werden euch das Fürchten lehren, meine Freunde. So, nehmt das und das und gleich gibt's nochmal hier einen Kombo-Angriff. Alles, um euch aufzuhalten, Freunde. So, bitteschön. Ich meine, das hilft jetzt nicht viel. Außer, aber es kommen unendlich viele Römer. Ich muss ja eher die besiegen, die in der Luft sind. Allerdings stören die hier ein wenig. Also ist es für mich auch wichtig, die gleich als erstes zu bezwingen. So. Perfekt. So haben wir das gut geschafft. Okay. Jetzt die in der Luft. Ja, die gibt es ja auch noch. Euch habe ich nicht vergessen, Freunde. Aber damit ich euch besiegen kann, müsst ihr natürlich vorerst runterkommen. Und dann zeigen wir euch mit ein paar schönen Faustangriffen, wer hier der Boss ist. Ist da hinten irgendwas Interessantes? Das ist der Spion. Ja gut, der wartet, bis wir erstmal die Aufgabe erledigt haben. Oh. Guten Tag. Mal sehen, was ich auf Lager habe. Ja, was haben Sie denn auf Lager, lieber Herr Gesangsverein? Tornado-Kombo. Oh, das hätte ich gerne. Aber dazu fehlen mir leider die Römerhelme. Na, Teppichtörtchen. Naja, ich weiß nicht, ob ich was kaufen soll. Du kannst jederzeit wieder vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich spare lieber meine Römerhelme. Denn diesen Tornado, den hätte ich schon gern, muss ich sagen. Und ja, hätte ich ein bisschen fleißiger gesammelt, dann hätte ich mir das jetzt auch schon kaufen können. Aber ja, was das Sammeln betrifft von Römerhelmen, war ich wohl nicht ganz so akribisch dabei, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Egal, nicht so schlimm. Der Laden wird ja zu einem späteren Zeitpunkt mit Sicherheit wieder zurückkehren. Also das war nicht das letzte Mal, dass wir den lieben Ladenbesitzer gesehen haben. Und ich freue mich auf unser Wiedersehen. So. Also nochmal Fackel entzünden. Und dann schauen wir doch mal. Hier, Nummer 1. Und jetzt, oh, ja genau. Ich kann sie ja auch so ein bisschen anlocken. Aber ich muss sagen, die Gegner in der Luft zu erwischen, das ist echt alles andere als einfach. Das sieht vielleicht einfach aus, aber glaubt mir, von der Spielmechanik ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Also gut, dranbleiben heißt es hier. Wenn sie runterkommen, hau ich sie weg.
So, endlich. Das ist nicht einfach mit denen. Diese Düsenjet-Römer hier. Kommen die da einfach angerauscht? Okay, nochmal Feuer. Und jetzt anzünden. Komm mal runter, Freundchen. Oh, Menno. So, da kommt er wieder. Hauptsache, ich treffe den. So, nieu. Bitteschön, wie schmeckt dir das? Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich glaube, das war's. Hier sollte diese Schale erstmal in Anführungszeichen gerettet und befreit sein. Dann kann ich mich um die anderen kümmern. Denn da gibt es natürlich auch noch viele Römer mit ihren Jetpacks, die das Ganze hier zu verhindern wissen. Doch nicht mit mir. Ich bin Asterix und Obelix. Wir sind beide da, um das Ganze hier zu stoppen. Damit uns auch ja niemand auffällt. Ist immer atemberaubend. Ich finde es aber irgendwie auch lustig, so Römer mit Jetpacks. Ich meine, klar, sie sind im Spiel nicht meine Freunde, aber lustig sind sie schon. Lustig sind sie allemal. Okay. Wie weit schaffen wir es? Wie weit kommen wir? Ohne, dass die Römer uns hier ständig ärgern. So. So weit, so gut. Ein bisschen noch. Na, komm her. Ja, das, glaub mir, das ist echt nicht so einfach zu steuern. Und Asterix und Obelix dazu zu bringen, oder in dem Fall Asterix, die Gegner einfach mal zu besiegen. Denn ständig kommt uns was in die Quere. Eieieiei. Hey, hey, hey. Und Obelix, statt da mit Idefix ein bisschen spazieren zu gehen, Gasse zu gehen, hättest du mir ruhig helfen können, mein Freund. Mann, oh Mann, oh Mann. Echt verrückte Sache hier. So, dann gucken wir mal hier weiter. Zack, komm, komm her. Mach das bitte nicht wieder aus. Och, Mensch. Na komm. Ich weiß, du lässt nicht locker und das sollst du ja auch nicht. Aber in der Luft anzugreifen, das ist irgendwie schwer gemacht. Ha, jetzt habe ich dich. So, ich glaube, den habe ich besiegt. Nochmal anzünden. Ich weiß auch gar nicht, warum der Spion das möchte. Als ob wir nur dann weiterkommen würden. Ja, ja, ja. Also, das ist doch mal echt ein Kladderadatsch. Oh, gibt es keine Römer mehr? Cool. Wie es aussieht, haben wir doch alles geschafft. Schaut mal, alles scheint entzündet zu sein. Dann schnell zum Spion. Mal gucken, was er sagt. Vielleicht ist er ja ein bisschen stolz auf uns. Huhu. Bravo. Du hast es geschafft. Ich mache euch auf. Oh, danke schön. Und das war alles? Nur, was? Hättest du nicht früher aufmachen können? Oh Mann. Als ob diese Aufgabe wichtig gewesen wäre. So, hallo ihr Römer. Ich habe leider keine Zeit für euch. Wir suchen unsere Freunde und ich will sie befreien. Und Obelix sowie Idefix helfen mir dabei. Ich frage mich gerade, ob unsere Freunde hier in der Höhle sein könnten. Oder wäre das zu früh? Immerhin sind wir ja gerade erst in Helvetien angekommen. Zumindest in der letzten Folge. Ui, was werden die denn hier bauen? Ein ganz, ganz komisches, klappriges Gerüst. Hallo Speicheropa, danke. Ich glaube, ich befördere Asterix bzw. Obelix erstmal nach oben. Ist das richtig? Okay, machen wir das mal. So, perfekt. Was haben wir hier Schönes? Ein paar Helme. Oh, ich sehe schon, da gibt es einen Aufzug. Moment. Mal drei. Ein Schild. Dann gucken wir mal, wohin der Aufzug gleich führen wird. So. Död. Und oben. Oh ja, das sieht doch schön aus. Und hier darf ich wieder rutschen. Festhalten, Asterix. Zack, jetzt bin ich auf der anderen Seite und muss Obelix erstmal hier rüberbringen. Ha. Der Weg ist da vorne versperrt. Ohne Obelix wird das also nichts. Und da oben sehe ich noch Mahlzeichen. Das ist immer ganz schön, allerdings schwer zu erreichen. So, oh, Achtung, da vorne ist Wattestäbchen, Mann. Und ich habe Idefix leider nicht da, schade. Idefix könnte den so ein bisschen ärgern.
So, die zwei haben nur zugeguckt. Aber sollen wir recht sein? Achtung, nochmal ein Wattestäbchen, Mann. So, wir müssen einen Angriff ausweichen und dann können wir zuschlagen. Oder alternativ Idefix losschicken. So, okay, gut. Wir haben diese gefährliche Passage geschafft und können jetzt Obelix nach oben bringen. Und der Speicheropa da unten, der braut weiterhin sein super tolles Getränk. Wo und wie geht es jetzt an dieser Stelle bloß weiter? Natürlich da vorne. Bei all den stählernen Kisten. Die kann ja, wie gesagt, nur Obelix bezwingen und kaputt machen. So, Wumms. Dass da nicht alles rauskommt. Echt verrückt. Okay. Dann, oh, gibt es hier verschiedene Wege? Da vorne sind Piraten. Ich gucke erstmal, was das hier ist. Ein Block zum Verschieben, aber was soll dieser denn bringen? Tja, das müssen wir jetzt wohl erstmal... Ach so, das müssen wir gar nicht groß herausfinden, denn ich sehe schon, da ist eine Platte. Und da muss ich einfach nur diesen riesigen Klotz da draufstellen. Und zack, kommen wir auch schon weiter. Dann öffnet sich das Tor. Also ein ziemlich einfaches Rätsel, wie ich finde. Und die Römer, die gucken zu. Hey, was macht denn der da? Ach, der schiebt nur einen Block weg. Ja, ja, guckt nur zu. So. Und damit öffnet sich die Tür. Tschüss, Römer. Ja, keine Ahnung, warum die mich nicht angegriffen haben. Aber mir kann das recht sein. So, wo sind wir denn jetzt? Ist das so eine Art Festung? Mit einem lustigen Labyrinth? Okay. Ui. Jetzt sind wir auf der anderen Seite angelangt. Oh, 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 oh. Ich sehe schon, hier gibt es wieder Römerformationen. Die Römer haben sich wieder in Reihen aufgestellt. Und das in einem Art Dreieck, sodass ich keine Möglichkeit habe, diese Römer zu besiegen. Da sie sich von allen Seiten schützen und, oh guck mal, ein Tierchen, ein Kranich. Ach wie süß, haben sie da einfach einen Kranich platziert. Okay, gut, Konzentration, wir müssen einen Weg finden, um die Römer hier aufzuhalten. Vor allem auch die gesamte Formation. Denn wie es scheint, und das seht ihr auf der rechten Seite, haben wir noch 41 Römer, die wir besiegen müssen. Und dazu gehört mit Sicherheit auch die Formation. Moment, die stehen da alle schon Schlange und stehen bereit. Ich würde mich aber gerne noch ein wenig umsehen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass meine Sprünge hier gelingen, aber das sieht gut aus. Mal 10. Das heißt, Ritterhelme werden jetzt multipliziert und zwar mit 10. Dadurch bekomme ich noch schneller Ritterhelme oder eine größere Anzahl. Das seht ihr auch rechts oben in der Ecke. Und je mehr ich habe, desto besser für den nächsten Einkauf, denn ich würde gerne diesen Tornadoschlag noch im Spiel kaufen. Dieser ist super wichtig. Denn ihr seht eines ganz sicher, es werden immer mehr Römer. Immer mehr, die wir bekämpfen müssen. Irgendwann ist es unüberschaubar und dann kriegen wir das nur noch hin, wenn wir die ganzen Kombo-Angriffe beherrschen. Also, falls ihr das Spiel auch habt, nicht vergessen, schön sparen und euch den Tornado kaufen. Oder generell alle Angriffe, die es gibt. Ich möchte jetzt den Tornado haben, da dieser extrem cool klingt und mit Sicherheit auch sehr effektiv ist. So, Achtung hier. Die ganzen Gegner hier mit der goldenen Rüstung. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Asterix, Obelix, wir müssen wirklich von allen Seiten aufpassen. Und uns vielleicht gegenseitig die Rückendeckung geben. So, schön schleudern, bitteschön. Das verwirrt euch, das weiß ich. Gute Methode, um die anderen mal ein bisschen aufzuhalten. So, weg da. Hier, alle besiegt. Tja, und was haben wir jetzt freigeschaltet? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das nicht so recht. Da am Eingang war doch irgendetwas, oder? War da nicht eine Fackel oder sowas? Wir gucken mal. Ah, nee. Ich kann jetzt hier weiter, oder? Ah. Okay. Obelix, ich glaube, du darfst den lieben Asterix jetzt mal ein wenig durch die Gegend befördern. Also, dann ziehen wir mal. Oh, oh, oh. Ich bin falsch abgebogen. Da muss ich rüber. So. Den Schwung nehmen wir mit. Übrigens, ich finde die Musik hier in Helvetien richtig toll. Die ist so... Ja... So heldenhaft, möchte ich sagen.
So, hier gibt es ein paar Hindernisse, aber die stören mich nicht weiter. Oh, noch mehr Römer. Entschuldigung, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Zeit für euch. So, ach nö. Ich muss erst Römer besiegen, sonst komme ich hier nicht weiter. Na gut, dann komm mal her. Ich bin gerne für euch da. Und Obelix, ich weiß nicht, wo du bist, aber ich hoffe, du unterstützt mich da irgendwo. Von irgendeiner Seite aus. Eieieiei. So. Wow, ey, out. Aua. Mann. So, ey. Okay. So, die laufen hier weiter. Ich muss einen Weg finden, diese zu stoppen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen Zaubertrank. Weil ohne Zaubertrank ist es immer ein bisschen ärgerlich und schwierig. Und... nee, Teppichtörtchen, Fehlanzeige, hier schon mal nicht. Man kann sie schon besiegen. Ich meine, es gibt immer wieder Stellen, wo sie nicht ihren Speer ausfahren, aber das ist gar nicht so einfach. Oder wobei? Nee, immer wenn sie in eine Richtung laufen, ist auf der Rückseite, glaube ich, kein Speer. Kann das sein? Nee, es kommt drauf an. Manche haben... hä? Ich bin total verwirrt. Okay, also an dem komme ich wahrscheinlich nicht vorbei. Ich muss nochmal nachsehen. Ich muss eine Möglichkeit finden, um diese Römer aufzuhalten. Und das wird bei weitem nicht einfach werden. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, hier gibt es erstmal ein Problem. Vielleicht da vorne. Schaut mal, bei all den Kisten. Gibt es hier irgendwo einen Zaubertrank? Nee, sieht nicht so aus. Oh, ganz viel Energie. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Und hier gibt es bestimmt noch Ritterhelme, oder? Ja. Aber alles nicht das, was wir eigentlich suchen und vor allem auch brauchen. Um gegen die Ritter, die Römer anzukommen. Na gut, vielleicht gibt es keinen anderen Weg, sondern wir müssen ganz genau darauf achten, wie sie stehen und wie sie ihren Speer ausfahren. In der Hoffnung, dass Obelix auch was macht. Ne, schaut mal, wir haben gar keine... oh, doch, doch. Einmal habe ich ihn erwischt. Aber schaut mal, oh, das nimmt... oh. Wir nehmen die ganze Zeit Schaden. Das ist viel zu gefährlich. Oh, schaut mal, da sind zwei ineinander gelaufen. Dann stecken die fest. Oh, die stehen jetzt alle. Die bewegen sich gar nicht mehr. Aber... ach, komisch. Vielleicht sollte ich da nochmal entlang laufen. Obelix... komm und zieh den Asterix mal rüber. Weil, ja, wir müssen die aber besiegen, laut dem Plan auf der rechten Seite. Das ist eine Aufgabe, die wir erledigen müssen, damit wir weiterspielen können. Diese fünf Formationen besiegen. Und dadurch, dass sie jetzt ineinander stecken, können sie sich jetzt nicht weiter fortbewegen. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, denn es gibt immerhin noch keine Seite, wo wir sie attackieren können, aber naja... sagt niemals nie. Was ist das hier? Energie, Energie. Ja, darauf hätte ich viel früher kommen sollen. Denn so kann ich die ganzen Formationen sehr, sehr schnell besiegen. So, und alle besiegt. Eieiei, warum habe ich das erst jetzt gesehen? Oh, da gibt es ja noch mehr Bonus. Bonus, Bonus. Wow, hier können wir super viele Ritterhelme einsammeln. Tja, ja gut. Ich habe die meisten leider schon kaputt gemacht, weswegen es hier keine mehr gibt. Aber hey, ich muss sagen, zum Glück haben wir noch eine Möglichkeit gefunden, Zaubertrank zu finden. Sonst wäre das echt schief gelaufen. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Na dann, bleibt wie gewohnt, Katztastisch!